Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Detroit Become Human. Ja, wir sind jetzt Marcus. Und wir sollen das Paket ablegen. Oh, guck mal. Okay. Sogar Androiden-Tierchen. Das ist faszinierend und erschreckend zugleich. Okay, Spiegel funktionieren einwandfrei. Da man auch nicht bei jedem Spiel. So. Weggekrallt im Obergeschoss. Das können wir gerne später machen. Weil wenn er sowieso gerade schläft. Hey, Tür, lass mich durch. Siehst du, dann können wir hier schon mal ein bisschen. Das wieder zum Esstisch. Alright, machen wir. Oh, hier gibt es noch einiges zu tun. Da gehen wir mal kurz zurück in die Küche. Was ist da was hier? Nein, nichts hier. Okay, 1, 2, 3 Sachen sind hier zu erledigen. Lesen. Century. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Oh, das klingt interessant. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thirium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIP. Zusätzliche Thirium-Reserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Androiden-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach, Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Okay. Detroit Today. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Die Darwin-Sonde, die vor 19 Jahren zur Methaneus-Oberfläche des Titan aufgebrochen ist, hat die Anwesenheit von Mikroorganismen bestätigt, die hunderte von Kilometern unter der Oberfläche in einem Salzwasserozean leben, der von einer dicken Eisschicht geschützt wird. Nachdem auf Enceladus, einem weiteren Satelliten des Saturn, ähnliche Materie gefunden wurde, erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist. Ein NASA-Sprecher antwortete auf diesen jüngsten eine Reihe von Beweisen für Leben auf anderen Planeten. Unsere Androiden-Expedition zu Io ist unter vielen Reisen mit dem primären Ziel, extraterrestrische Lebensformen zu entdecken. Mein Gott.
Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei CyberLife, betonte, wie wichtig dem Unternehmen die Partnerschaft mit der NASA sei. Unsere raumfahrenden Androiden wurden für Langstreckenmissionen dieser Art entwickelt und wir sind stolz, dass unsere Modelle Wegbereiter der menschlichen Forschung sind. Das ist auf jeden Fall spannend. Gott, da ist noch was. Drehen. Yay! Oh. Guck mal, eine Giraffe. Testen. Klingt gut, klingt gut. Nicht verstimmt. Sehr schön. Gut, dann haben wir den nächsten Raum. Aufräumen. La 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 la. So. Ah, da ist auch noch was. Sonst noch was? Scheint wohl alles gewesen zu sein. Ich denke, ich habe nichts übersehen. Hoffe ich zumindest. Schön. Sehe ich gut aus. Vor allem ziemlich große Werkstatt-Atelier-noch-was. Gut, na dahin geht's nicht. Dann sind wir hier soweit fertig, denke ich mal. Dann können wir jetzt hier nach oben gehen. Und uns mal das obere Stockwerk anschauen. Oh. Gazellen oder Springböcke. Hier ist noch ein Raum. Ah, hier schläft der Meister. Okay. Dann lass mich noch kurz weiter schlafen. Ich drücke mich vor der Arbeit. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht nicht was ist. Welche Kordemober geschossen? Okay, hier ist auch nichts. Gut. Dann sind wir jetzt auch heute einmal im Kreis gelaufen, haben uns alles angeguckt. Uns kann keiner was. Zieh die Vorhänge auf. Oh. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius, 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Tja. Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Ja. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay.
bringe sie jetzt ins Badezimmer. Das auch noch. Dann komm. Nehmen wir dich mal mit. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Fernseher. Ich kann doch eigentlich gar nicht mehr heiß sein, solange wie das da schon rumstand. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay. Oh, Shakespeare geht immer. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Oh, Macbeth, das ist gut. Was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Doch ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch jauchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Ja. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Ja, aber ziemlich schnell gefrühstückt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr tun. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Okay.
also. Was hältst du davon, Marcus? Ich bin nicht auf Kritik programmiert. Sie können das viel besser beurteilen als ich. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Okay. Gut, dann malen wir was. Können wir eine Katze malen? Tisch. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon, geh an die Leinwand. Okay. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Okay. Identität, Zweifel. Hey, Dad. Leo. Ah. Hallo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, dem geht's ich brauch nicht Kohle, gut. Dad. Ja, aber, mir klar. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, nein. Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern.
Nein. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Ich hätte ihm aber auch ganz ehrlich gesagt kein Geld gegeben. Das hat man richtig gesehen, dass der auf irgendwas drauf war. So. Dann können wir jetzt ja wieder gucken, was wir alles so Schönes verpasst haben. So, Ankunft zu Hause, Pakete ablegen, Karl wecken, Vögel aktivieren, Nordpol Russland lesen, lesen, auf dem Titan lesen, Frühstück servieren, und da hätten wir noch was tun können. Ich weiß noch nicht, was wir hätten tun können. Wahrscheinlich im Badezimmer irgendwie was. Etwas zu tun finden, ein Buch lesen. Gut, dass wir da nur eine Möglichkeit haben, das wusste ich nicht, aber wenigstens konnten wir Shakespeare lesen. Tragödie von William Shakespeare. Also, da muss man halt tatsächlich verschiedene Sachen machen, um dann wirklich alles irgendwann mal freigespielt zu haben. Okay. Karl ins Studio bringen, malen, was du siehst. Gut. Karls Bild kopieren, Schreibtisch kopieren, Statue kopieren. Aus dem Herzen malen, Identität, Zweifel. Androiden weiß ich nicht, das sieht mir ein bisschen. Hätte man eins machen können. Warum ich mich für Identitätszweifel entschieden habe, weil ich dachte einfach in dem Moment, das ist das, was er haben möchte. Und da Markus ja in dem Moment, der gezweifelt hat, das hat er ja, er hat ja gesagt, ich glaube nicht, dass ich das kann. Das ist ja eine Art Zweifel. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann er das, glaube ich, am ehesten ausdrücken. Weil er das ja schon in dem Moment in Anführungszeichen fühlt. Ja. So viel dazu. Ich muss mich jetzt einfach erklären, das ist halt eine kleine Marke von mir. Dann gehen wir jetzt mal auf die weltweite Statistik. 69%, 54, 45. Okay. Das ist also 32% haben sich für Buchlesen entschieden. 14% haben sich dann dafür für Shakespeare entschieden. Klar, okay, das. Da gibt es den, weil Shakespeare kennt man halt einfach. So, nur 26% haben Karls Bild kopiert. Wahrscheinlich wussten sie nicht, dass man das kann. Tatsächlich haben sich aber 57% auch für Identität und 24% für den Zweifel entschieden. Bedeutet, wir liegen eigentlich im Höchstwert in unserer Entscheidung. So, jetzt gucken wir nochmal jetzt meine Freunde. Was haben die denn alles ausgewählt? Ich glaube, es war sowieso nur ein Freund, der das irgendwie gespielt hat. 100% haben Vögel aktiviert, 66% Russland gelesen und nur 33% eben auf dem Titan das Buch gelesen oder von John Keats. Schreibtisch kopiert, Statue kopiert, okay. Identität 100%, Zweifel 66%, Gefangener 33%. Okay, ja, das kann man so anbieten. Ich denke mal, wir sind ziemlich gut gefahren. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und schönen Tag. Bye.